Ich lasse mich ja immer so auf manches Abenteuer ein, dass ich gar nicht weiß, wo ich bin und wo ich lande. Und jetzt bin ich hier in Worpswede. Und da bin ich extra hingefahren wegen Mimis Erbe. Nun bin ich von weit, weit her hierher gefahren, habe das hier endlich gefunden, um dann das hier zu lesen. Aber wenn ich schon mal hier in dem Künstlerdorf bin, dann gibt es bestimmt auch noch andere Dinge zu bestaunen. Na, dann werde ich mir mal die alte und neue Worpsweder Kunst anschauen. Während ich die Bilder zeige, werde ich natürlich nicht reden. Und jetzt noch mal eine Aufnahme mit diesen Kollegen hier. Und zum Abschluss möchte ich sagen, es war in Worpswede ein schöner Tag, auch wenn es bei Mimi nichts zu erben gab.